Hallöchen Leute, hier ist euer Sakti heute ohne Webcam, weil irgendwelche technische Probleme heute habe ich. Und ja, machen wir, schauen wir mal, was, wo, dann muss man eigentlich losgehen. Also nein, wir machen eine Mission. Fangen wir jetzt erste an. Und das ist... Also hier, okay, dann passt schon. Mit dem Onkel Teddy. Teddybär. Aber was haben wir in der letzten Folge gemacht? Die... Ja, Hauptmission gemacht. Reaktoren oder gerade ein Roboter haben die getötet. Irgendwo ist ein versteckter Hebel, mit dem du in Teddys Keller gelangst. Ja. Lecker. Mir spinnt, glaube ich, schon ein bisschen. Ich hätte einmal das Zirkus gemacht, aber... Ah, sieh mal an. Teddy hat seine gesamte Echo-Korrespondenz aufbewahrt. Wie anscheinend viele Leute auf Pandora. Such einen Beweis dafür, dass Hyperion seine Entwürfe gestohlen hat. Dann verklage ich sie in Grund und Boden. Tja, der erste Tag auf Pandora. Meine Frau ist nicht sehr glücklich über den Umzug, aber es wird bestimmt alles gut. Jetzt beginnt unser neues Leben. Okay. Also muss ich den nächsten suchen. Ah ja, da ist. Meine Frau ist tot. Sechs muss ich finden. Ja, Suki. Oh, schade. Nein. Es gibt noch mehr. Nehmen wir zack. Geld. Was ist der? Alter. Marion wurde von einem riesen Skag namens Carr gefressen. Ich werde sie bestatten mit Ladyfinger, der niedlichen kleinen Waffe, die ich für sie gemacht hatte. Und dann nehme ich Rache. Du bist nicht umsonst gestorben, Marion. Das verspreche ich dir. Carr hat mich geblendet und mein Bein gefressen. Wow. Echt viel. Noch zwei muss ihn finden. Also. Ich bin vielleicht ein blinder, verkrüppelter Witwer, aber deswegen ist nicht alles verloren. Ich habe welche getroffen, die die Kammer gesucht haben. Haben ein paar Mal den Ich sehe euch später Witz gerissen, aber die haben es nicht kapiert. Oh, und ich habe eine alte Nachricht gefunden, die ich vor ein paar Jahren von Hyperion gekriegt habe. Hab sie in der Ecke versteckt. Oh, Rackscheiße Banditen. Naja, es wird schon alles gut gehen. Ja. Irgendwo in Ecke. Ein Echo ist, muss noch bleiben. Warte mal. Achso. Ah, warte mal.
Komm, verkauf mich die Waffen. Oh, 1000. Ich weiß nicht, ob die ist besser als mein Schild. Schauen wir mal. Oh, 3000. Oh, 400. Ah, okay, das wird. Okay, das weg. Das ist besser. Oh. Aber hier steht so. Warte, 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 warte. Mann, du Kleier! Spuck, ich glaube, der ist... Geh ich kurz nach oben, schaue ich kurz nach. Irgendwo vom Boden kommen irgendwelche Kabel raus. Ja, wie süß, aber das suche ich nicht. Nein. Scheint nicht so, dass kommt irgendwas vom Boden raus. Ey, Muni, das brauche ich nicht. Wie sieht der fucking scheiß Ding auf, Mann? Was? Warte mal. Oh, der ist stärker. Ja, ja. Mhm. Achso, hier war auch ein... Ich hasse sowas. Suchst du echt lange und dann findest du trotzdem... Irgendwas sollte damit sein. Boah, ich hasse es. Genau. Mr. Baha, wir von Hyperion finden die Entwürfe für ihre Wave Rifle derart gelungen, dass wir beschlossen haben, sie uns anzueignen. Unsere Auftragskiller sind auf dem Weg zu Ihnen nach Isolus. Unter uns, Mr. Baha, ich würde Ihnen raten, das Sonnensystem zu verlassen, ehe Sie eintreffen. Super, das wollte ich hören. Wenn du jetzt die geraubten Waffenpläne zurückbringst, bekommst du die erste Waffe, die mein Onkel mir je gab. Okay. Schottgang! Du Söldner, solltest du die geheimen Unterlagen der Hyperion Corporation wiederbeschaffen, werden wir dir mehr bieten als Mr. Bahas Nichte. Zum Beispiel eine schöne Hyperion-Ausrüstung. Hör nicht auf diese Hyperion-Diebe. Wir wissen beide, dass mein Onkel Gerechtigkeit verdient. Und ich biete dir die erste Waffe, die Onkel Teddy für mich gebaut hat. Warte, schauen wir mal, was bekommen wir einmal? Also, Pistol oder Schrotflinte? Ich glaube, ich gebe zu ihr. Nur Flagget. Ah, da lang. Falsche Richtung wollte ich.
nicht ausgehen. Die Lichter sollte irgendwo hier sein. Das habe ich getötet. Das war absichtlich. Oh, 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 was? Gib dich nicht. Oh ja. Danke. Hyperion wird Milliarden an Anwaltskosten blechen müssen, wenn das vor Gericht geht. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr bieten kann. Mag nix. Hab ich gerne gemacht. So. So, haben wir diese Mission erledigt? Oh. Vielleicht haben wir noch eine. Mal sehen. Schadet nie, möglichst viel über den Mann zu wissen, den man töten will. Beschaffe im Nexus alles über Jack, das du finden kannst. Okay. Yeah, weg, mein Gott. Erfolg steht unmittelbar bevor. Oh. Ah, mein Duft, Duft. Oh mein Gott, mein Nase. Juckt. Ja. Nachladen. Mal sehen, was da kommt. Niemand. Wir gehen weiter und weiter. Tiefe und die Tiefe der Schrottplatzes. Geh da hin. Ich verstehe nicht, Daddy. Das ist dein neues Zuhause, Liebling. Du bist wie eine Prinzessin. Und das ist ein Thron. Ich will zu Mami. Wo ist Mami? Sie kommt nicht zurück, Angel. Jetzt setz dich hin, verdammt. Ich will aber nicht. Du tust jetzt brav, was ich sage. Und setzt dich auf den Stuhl. Nein, Papi, mag ich nicht. Alter, der zwingt sogar seine eigene Tochter. Was ist das für ein Vater? Leck mir Arsch. Er ist großwütig und im Anmarsch. Alter, dein Ernsthaft. Oh, what? 3000. Denn so würde für jede Gegner. Dann werde echt nice. Aber leider ist nicht so. Ja, gehen wir da lang.
Boah. Ein bisschen müde. Schon. Oh. Zu wenig geschlafen wahrscheinlich heute. Oh yeah. Wo ist der? Oben oder was? Okay, heute irgendwelche Kandidaten, Angel? Da wären vier Schatzsucher, die vor ein paar Stunden mit einer Fähre angekommen sind. Sie fahren mit dem Bus nach Firestone. Ausgezeichnet. Sag ihnen Folgendes. Habt keine Angst. Bleibt ganz ruhig und lasst euch nicht anmerken, dass jemand mit euch redet. Und jetzt steigt aus dem Bus aus. Der Bus fährt noch, Sir. Halt den Mund. Sag's ihnen. John, wieso haben Sie einen unserer Satelliten nach Pandora entsandt? Was tun Sie? Aber Sir, die Energiesignale, die meine Instrumente zu Hause von Pandora empfangen, sind... Sofort raus da, du mieser kleiner Amateur! Und schalte diesen Satelliten ab! Jawohl, Sir. Tut mir leid, Mr. Tessiter. Wird nicht wieder vorkommen, Sir. Ah ja, stimmt, der war kein großer Anführer damals. Jeder muss von klein anfangen und dann wird er ganz groß. Wenn er schafft. Hallo? Ja, jetzt. Schon hab ich gedacht, komm nicht nichts mehr rein. Ich komme nicht mehr rein. Ja. Das kommt hier, das kommt da lang. Nee, hab ich keinen Bock mehr. Nach dieser Scheiße gesuchen. Ah, schade. Wo muss ich hin? Weg oder was? Jupp, jetzt muss ich weg. Och nein, ich bin gesleckt. So, jetzt. So schön, so wunderschön. So ganz wunderschön, aber ja, fast schon. What the fuck? So. Nitro Speed. Ja, lol, muss ich. Halt. Oben? Sind wir verarschen? Wie soll ich da hinkommen?
hat... Wo ist das? Ah, da. Aber Mr. Tacitor, Erpressung ist so ein hässliches Wort, finden Sie nicht? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, es ist überhaupt kein hässliches Wort. Es ist ein geiles Wort. Erpressung. Sagen wir es zusammen. Erpress. Oh, fahren Sie zur Hölle, John. Nur weil Sie mit Ihrer Vermutung in puncto Pandora Glück hatten, heißt das nicht. Weil ich recht hatte, meinen Sie wohl. Und sagen Sie Jack zu mir. Idiot. Sie konnten vielleicht die anderen Direktoren einschüchtern, damit sie ihre Anteile abtreten. Aber ich kenne sie. Ich weiß, dass sich hinter dieser lächerlichen Maske ein mieser, kleiner Niemand verbirgt. Mr. Tacitor, mich würde etwas interessieren. Kennen Sie den Unterschied zwischen Würgen und Erdrosseln? Oh. Das hat wehgetan. Ja, ja, ja. Er ist nicht vorgestellt. Warum funktioniert er nicht, Angel? Ich weiß nicht. Ich habe jedes Gramm Iridium, das ich habe, in dich hineingepumpt. Und der verdammte Schlüssel funktioniert trotzdem nicht. Warum? Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Du bist eine Sirene. Du bist einzigartig. Also sorg dafür, dass er funktioniert. Ich will diesen Krieger, Angel. Ich will ihn wach, okay? Ich will ihn unter Kontrolle. Und ich will ihn jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Alter, ist der Psychonautenkrieger. Ich glaube, Deckung wäre nicht schlecht. Da ist... Darf ich vorstellen? Scrags. Der Körper eines Gags, die Flügel eines Rex und die Wildheit von beiden. Ist okay, beeindruckt zu sein. What the fuck? Wow! Was war das denn? Oh, aber ordentlich Punkte. Alter. Alter! Oh, fuck, fuck, fuck. Willst du mich verarschen? Das gibt's. Das kommt immer mehr. Zum Beispiel.
So. Scheiße, na komm. Ich liebe noch. Abschirm abgeschlossen. So. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! Danke! Scheiße, kein Muni mehr. Alle? Ich hoffe ja. Ah, wieso springst du nicht? Oh ja, nice. So. So Leute, ich werde sagen, das war's für diese Folge. Und ja, wir sehen uns in...